Jo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen Real Talk. Ich will mit euch ein bisschen reden. Ich glaube, das wird ganz gut. Schaut euch das Video unbedingt zu Ende an, denn ich werde einige Fragen beantworten, die ich immer mal wieder gestellt bekomme. Dann werde ich euch erzählen, was in Zukunft so passieren wird, was so passiert ist. Und ich habe auch ein paar Fragen an euch. Also schaut euch das Video unbedingt zu Ende an. Würde mich wirklich sehr freuen. Gut. Fangen wir an mit dem ersten Thema. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch gemerkt, in letzter Zeit ging es mir etwas schlechter. Ich will da jetzt nicht so genau drauf eingehen, sondern einfach so stehen lassen. Aber das ist ganz normal im Leben. Es geht mal bergab, mal bergauf. Das Leben ist einfach so eine Talfahrt, so eine Achterbahnfahrt. Und es gibt halt mal schlechte Zeiten, mal gute Zeiten. Vielleicht kennst du der eine oder andere von euch, wenn mal irgendwas Schlechtes passiert, ist es manchmal so, dass auf einmal richtig viel zusammenkommt. Also, es passiert das und dann kommt das und das und das und das und dann geht es einem halt etwas schlecht. Ja, und letzter Zeit ging es mir eben etwas schlechter. Aber ich denke mal, jetzt wird es wieder bergauf gehen. Jetzt ist diese Phase vorbei. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch noch bedanken. Ich habe ja vor einer Woche oder sowas ein Video gemacht. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt über ein paar Kommentare. Das Video hieß, es reicht mir. Und ey, das Feedback von euch, das war einfach so mega gut. Da habe ich mal wieder gemerkt, wie krass ihr hinter mir steht, und das hat mich einfach gefreut. Das hat mich richtig gut aufgemuntert und deswegen vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein schönes Gefühl und ich danke euch dafür. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2, ich mache ja nur noch 3 Videos die Woche statt 7 Videos die Woche, statt jeden Tag nur noch 3 die Woche. Habt ihr sicherlich gemerkt. Es wird auch wieder eine Zeit kommen, wo ich jeden Tag ein Video machen werde. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, da ich nur noch 3 Videos die Woche mache, habe ich meinen Freund Quanik gefragt, ob er nicht Lust hat, auch mal ein paar Videos auf meinem Kanal hochzuladen, die ich so zwischendurch reinschiebe, damit ihr halt mehr Videos habt. Und ich finde seine Videos ziemlich interessant. Zweimal haben wir das jetzt ausprobiert. Einmal war das ein Schreckschusspistolenvideo und einmal eine Minikanone von Amazon. Ich fand die Videos ziemlich gut. Mir haben sie gefallen. Und das erste Video kam bei euch auch wirklich sehr gut an. Das zweite Video kam nicht mehr ganz so gut an. Viele Leute haben sich beschwert, dass das nicht ich bin, sondern Quanik. Und ja, darüber möchte ich kurz mit euch reden oder euch fragen, ob ihr in Zukunft noch weiterhin ab und zu mal ein Video von Quanik zwischendurch sehen wollt. Das dürft ihr entscheiden. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann werden wir das nicht mehr in Zukunft machen. Wenn ihr das sehen wollt, dann werden wir das in Zukunft weiterhin so machen, dass ab und zu mal ein Video von ihm kommt. Also ihr könnt einfach hier oben abstimmen und je nachdem, wie das Ergebnis sein wird, werde ich mir da halt Gedanken drüber machen und mich mit Quanik zusammen entscheiden, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Aber falls in Zukunft mal wieder ein Video von Quanik dann kommen sollte, wundert euch nicht. Ist einfach nur so dazwischen geschoben, damit ihr mehr Videos habt. Und wie gesagt, ich finde es interessant. Sehr viele von euch fanden es auch interessant. Aber wenn es da so viel Gegenwind gibt, wenn sich so viele Leute da beschweren, dann werde ich das in Zukunft sein lassen. Kommen wir zum dritten Thema. Und zwar, sehr oft lest ihr in den Kommentaren, wann kommt endlich das RC-Auto. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe so ein RC-Auto getestet. Das war aber nicht mir. Und daraufhin habe ich gesagt, ich will mir ein 1000 € RC-Auto holen. Das ist so ein dickes Ding. Das ist einfach das Nonplusultra-RC-Auto. Ja, daraufhin wolltet ihr das, dass ich mir das bestelle, und ich wollte das auch. Und dann habe ich mich um eine Zusammenarbeit gekümmert, um eine Kooperation. Ich meine, 1000 € ist jetzt auch nicht so wenig Geld. Habe da einen Online-Shop gefunden, der mir das zur Verfügung stellen möchte. Ja, leider ist die Zusammenarbeit bis heute nicht zustande gekommen, weil es gab da irgendwie Lieferschwierigkeiten und ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was da genau abgelaufen ist. Auf jeden Fall ist die Zusammenarbeit nicht zustande gekommen. Deswegen kam das Auto auch noch nicht. Ich habe auch richtig geile Videoideen damit, übrigens. Ja, aber keine Sorge, ich werde mir das einfach selbst kaufen. Ich habe schon einen Shop in Zypern ausfindig gemacht, der alles Mögliche an RC-Autos verkauft. Da sind richtig geile Dinger dabei und ich werde mir das einfach selbst kaufen. Aber erst, wenn ich in Zypern bin und dann werden wir richtig schöne Videos damit drehen. Schön am Strand, im Sand. Ich glaube, das wird richtig geil. Also das Auto wird auf jeden Fall kommen. Habt ein bisschen Geduld. Ich kann euch nicht sagen, wann genau, aber es wird kommen. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Ich habe eine Telegram-Gruppe gegründet. Dort könnt ihr einfach beitreten. Link ist unten in der Beschreibung. Falls ihr nicht wisst, was Telegram ist, ist einfach so eine App wie WhatsApp.
Und was erwartet euch da? Also ihr bekommt da generell mehr Einblicke. Sachen wie zum Beispiel, was ich beim Magnetfischen finde, poste ich da schon, bevor es im Video erscheint. Oder es finden auch Umfragen statt, welches Video jetzt beispielsweise am Dienstag erscheinen soll. Und ich werde da jetzt auch in Zukunft immer mal wieder so einen Wochenplan posten, welche Videos wann erscheinen. Also falls euch das interessiert, könnt ihr gerne in meine Telegram-Gruppe beitreten. Link ist unten in der Beschreibung. So, nächstes Thema. Sehr oft lese ich in den Kommentaren, werde ich gefragt, ob ich jetzt wieder in Deutschland wohne. Nein, ich wohne nicht in Deutschland. Oder warum ich jetzt wieder in Deutschland bin oder aktuell in Deutschland bin. Es ist einfach so. Also wir waren ja in Florida. War auch alles wirklich sehr schön, sehr gut, bis halt die Krise oder die Krankheit kam. Ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Ich will das Wort jetzt nicht erwähnen, sonst wird das Video einfach werbeunfreundlich. Und das wäre wirklich sehr tragisch. Also, jedenfalls kam dann die Krise und in Deutschland war hier schon, ging es schon los mit Hamsterkäufen, ist alles total eskaliert und in Florida war alles noch ziemlich entspannt, deswegen habe ich mich auch nicht bemüht, jetzt irgendwie wegzugehen oder so. Ich habe auch nicht erwartet, dass das in Florida auch so eskalieren wird, aber dann wurde es einfach immer schlimmer. Es war so schlimm, dass wir kein Wasser mehr bekommen haben. Kein Trinkwasser. Also in Florida ist es so, es gibt da nicht Getränkemärkte, sondern wenn man sich Wasser kaufen will, geht man in den Supermarkt und dann gibt es einfach ganz normal Wasser da. So wie im Aldi hier beispielsweise. Und wenn man jetzt bei uns einen Getränkemarkt gibt, da gibt es richtig viel Wasser und bis das ausverkauft ist, das dauert. Aber so im Supermarkt, da stehen ja nur so 2-3 Paletten, ne? Oder vielleicht 5 Paletten und die sind ziemlich schnell vergriffen. Und so war das in Florida und an dem einen Tag wollten wir uns Wasser kaufen, wir haben einfach kein Wasser mehr bekommen. Das ist wirklich verdammt krass. Und so Wasser aus der Leitung kann ich da persönlich nicht trinken. Das ist so stark geklort und boah, manche trinken das, aber für mich ist das nichts. Und es war einfach so krass, dass man kein Wasser mehr bekommen hat. Aber es wurde noch krasser. Also natürlich konnten wir dann gar nichts mehr dort unternehmen. Aber was das Schlimmste war, wir konnten uns keine Unterkünfte mehr buchen. Also es war am Anfang so, dass wir uns keine Unterkünfte von Privatpersonen buchen konnten. Und dann war es dann auch so, dass man keine Hotels buchen konnte, nur noch für eine Nacht. Man durfte nur noch eine Nacht im Hotel verbringen und so waren wir gezwungen, Florida zu verlassen, wegzufliegen. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir hatten, war nach Deutschland zu fliegen. Deswegen sind wir nach Deutschland geflogen und das war auch so kompliziert, ey. 3 Flüge wurden erstmal abgesagt, ne? Aber Gott sei Dank haben wir es dann im Endeffekt noch geschafft mit 3-mal Umsteigen. Das war eine Geburt, das war eine richtig schwere Geburt, das könnt ihr mir glauben. Jetzt sind die Grenzen wieder größtenteils offen in Europa. Das freut mich wirklich sehr. Es fliegen auch wieder Flugzeuge, zwar nicht so viele, aber es fliegen wieder Flugzeuge. Und nächste Woche, ich hoffe, es wird alles gut gehen, aber ich denke schon, nächste Woche werden wir dann wieder nach Zypern fliegen. Vielleicht werde ich da mal einen kleinen Vlog drehen für euch und so weiter und so fort, gerade wie es mit dem Fliegen ist. Wenn euch das interessiert, wenn ihr das sehen wollt oder wenn ihr auch generell öfters mal so ein Real Talk Video sehen wollt, könnt ihr hier oben auch mal abstimmen. Entweder ja oder nein, dann weiß ich Bescheid. Okay, also deswegen war ich in Deutschland, falls ihr euch gewundert habt. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie sieht die Zukunft meines Kanals aus? In Zukunft wird es genauso weitergehen. Ich habe sehr viele Software-Videos für euch vorgedreht. Ich hoffe, das freut euch. Ansonsten wird es genauso weitergehen wie bisher. Experimente, Unboxings, Reviews, Magnetfischen. Ach ja, in Florida konnte ich nicht Magnetfischen gehen, aber das habe ich schon mal in einem Video erwähnt, weil wegen der Krankheit, ihr wisst schon. Ja, Magnetfischen, Metalldetektor, alles Mögliche. Ich will auch Magnetfischen in anderen Ländern gehen jetzt in Zukunft, falls es mit dem Reisen reibungslos funktionieren sollte, wie beispielsweise in Tschechien und so weiter und so fort. Ich denke, das wird auch ziemlich spannend. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, es wird wieder eine Zeit kommen, wo ich jeden Tag ein Video hochladen werde. Aktuell will ich mich mit ein paar anderen Projekten auseinandersetzen. Und das war's im Großen und Ganzen. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Es wird noch ein Frage-Antwort-Video kommen. Ich habe das ja im Community-Tab schon angekündigt. Ihr habt mir da Fragen gestellt, aber das werden wir in einem anderen Video machen, sonst wird das hier zu lange. Ich hoffe, die wichtigsten Fragen sind beantwortet. Ja, was soll ich noch sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Peace.